Hallo, mein Name ist Sophie Wagner und ich bin hier, um Ihnen zu demonstrieren, wie Sie den Müller Spiral Ultra bedienen. Wenn Sie und Ihre Familie Spaß am Gemüseessen haben und es einfach zubereiten wollen, dann ist dieses Produkt für Sie perfekt geeignet. Spiral Ultra ist nicht nur ein perfektes Werkzeug für Ihr Gemüse. Es wird auch verwendet, um Käse zu reiben und Zitrussaft zu machen. Hier können wir alle Teile des Spiral Ultra sehen. Gemüsehalter, dicke Julienne und Julienne-Klinge. Und dann die Schneideklinge und das Käsereibeblatt, das Rad, wobei der Griff sind und der Hebel. Als erstes werden wir das Rad und den Griff an den Hebel befestigen. Dann werden wir den kreuzförmigen Boden des Hebels in die Öffnung setzen. Als erstes stellen wir sicher, dass die Saugnäpfe an den Tresen befestigt sind. Dann werden wir die Schneideklinge benutzen, um Rübenchips zu schneiden. Stellen Sie sicher, dass die Schneideklinge so einsteht, dass die Spitze direkt unter dem Rad positioniert ist. Jetzt machen wir ein paar Rübenchips. Für die besten Resultate sollten Sie die Rübe in der Mitte zwischen dem Rad und der Schneideklinge stellen. Befestigen Sie das Gemüse an das Rad und beginnen Sie den Griff zu drehen und gleichzeitig sanft den Hebel runterdrücken. Sie können die Schneideklinge zur Zubereitung für jede Art von hausgemachten Chips oder für Dekorationen für den Salat benutzen. Hier werden wir die dickere Schneideklinge benutzen, um fettuccineartige Pasta zu machen. Wir werden Butternusskürbis in Spiralen schneiden. Denken Sie daran, obwohl er weich ist, kann der bauchige Teil des Kürbisses nicht in Spiralen geschnitten werden. Befestigen Sie den Kürbis und beginnen Sie zu drehen. Nachdem Sie sich leckere Gemüsepasta gemacht haben, ist es Zeit, ein bisschen Parmesankäse zu reiben. Mit dem Behälter unter der Reibe gibt es keine Sauerei, garantiert. Hier haben wir eine Pastinake, in der wir Kerben in die Seiten geschnitten haben, damit wir verschiedene Formen von Chips bekommen. Stelle die Chips auf ein Backblech und sprühe sie mit Olivenöl ein und streue ein bisschen Salz, um leckere und gesunde Pastinake-Chips zu backen. Für perfekte Karottelnudeln benutze die dünne Schneideklinge. Schau dir das Resultat an. Für die Zubereitung meiner Lieblings-goldenen Rübenfettuccine benutze ich die dicke Schneideklinge. Sie sind auch roh wunderschön zu genießen. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie Sie die Süßkartoffeln in Spiralen schneiden können, mit dem Spiral Ultra. Dies sind die besten der bekannten Süßkartoffelnwaffeln und glutenfreien Burgerbrötchen. Für unser letztes Gemüse werden wir die Schneideklinge benutzen, um Linguini-Pasta zu machen. Thank you.
Wir werden Zucchini schneiden, das meistbenutzte Gemüse für Spiralpasta. Lasst uns demonstrieren, wie man Zitrusfrüchte mit dem Müller Spiral Ultra pressen kann. Nehmen Sie die Schneideklinge von dem Behälter ab, stellen Sie den Entsaftereinsatz darauf und drücken Sie es runter, bis es klickt. Sichern Sie den Einsatz in den schmalen Schlitzen, genau dort, wo die Schneideklinge war. Und Ihr Spiral Ultra ist bereit zum Entsaften. Müller Spiral Ultra ist so einfach auseinanderzunehmen und zu waschen. Alle Teile sind geschirrspülerfreundlich. Es ist auch sehr einfach, ihn sicher zu verstauen. Schauen Sie es sich an. Vielen, vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, Sie werden viele gesunde und leckere Gerichte mit dem neuen Müller Spiral Ultra erstellen. Genießen Sie es und guten Appetit!